Alzheimer ist eine Zivilisationskrankheit. Heute zeige ich dir, wie du sie vermeiden kannst. Im ersten Video zum Thema Alzheimer habe ich dir die grundlegenden Informationen geliefert. Was ist diese Erkrankung? Welche Regionen in deinem Körper sind betroffen? Das ist nämlich dein Gehirn. In dem zweiten habe ich gezeigt, wie tödlich Gifte für deine Gehirnzellen sind. Heute zeige ich dir zuerst, wie du dich allgemein gesund ernähren kannst. Und zum Schluss zeige ich dir auch, was du besonders gegen diese Demenzerkrankung machen kannst. Habe ich schon im letzten Video dir gesagt, Gifte musst du unbedingt vermeiden, nicht nur wegen Alzheimer. Die Zivilisationskrankheiten, das ist eine Folge von einer massiven Beeinflussung von der Umwelt, in der wir leben, auf unsere Gesundheit, und das ist alles andere als vorteilhaft. Und das ist nicht nur Ernährung. Ernährung spielt zwar eine fundamentale Rolle, aber ist nicht der einzige Faktor. In welcher Umgebung du schläfst, in welcher Umgebung du arbeitest, hast du Kontakt zur Natur und so weiter, das sind wichtige Fragen, die du dir überlegen sollst, wenn du tatsächlich gesund leben möchtest und mit solchen Krankheiten wie Demenz gar nicht konfrontiert sein möchtest. Also, Gifte vermeiden. Jegliche Gifte, mit denen du eigentlich jeden Tag in Berührung kommen kannst. Wenn du zum Supermarkt gehst und zu einer Konserve greifst, dann schau mal bitte genau, was unter Zutaten steht. Meistens sind das viele Konservierungsmittel, sonst würde die Dose so lange auf dem Regal nicht stehen dürfen und wurde nach wenigen Tagen schon nicht mehr genießbar. Das bedeutet, alles, was industriell hergestellt wurde, musst du meiden. Es gibt immer Alternativen. Also dieses Video ist nicht dazu gedacht, dir Panik einzujagen. Ich will dich nur sensibilisieren auf diese giftige Belastung, damit du nach Alternativen suchst. Und Alternativen gibt es immer. Dann schau mal bitte nicht nur, was du zu dir nimmst. Schau mal bitte auch, welche Kosmetika du verwendest. Welche Reinigungsmittel werden in deinem Haushalt verwendet, weil das ist alles belastend. Die Dufte von diesen Kosmetikas oder Reinigungsmitteln, das sind überwiegend künstliche Stoffe, die genauso ungesund sind wie alles andere. Dann vermeide Alkohol und Zucker, darüber haben wir auch Videos produziert. Wäre sinnvoll, sich vielleicht noch einmal anzuschauen. Und wenn du auf der Straße irgendwo eine Pommesbude siehst, mach am besten einen großen Bogen, weil die Fette, die dort zum Frittieren verwendet werden, sind meistens die billigste Fette, was die Leute kaufen können. Noch dazu werden diese Fette mehrfach verwendet, die oxidieren nach einiger Zeit. Und diese Oxidation führt zu sogenannten Transfetten, die für dich giftig sind. Das ist alles, was du vermeiden sollst. Jetzt gucken wir, wie du dich eigentlich ernähren sollst. Und bedenke eine Sache. Deine Ernährungsgewohnheit ist eine Gewohnheit, wie viele andere auch. Und diese Gewohnheit hast du übernommen von der Gesellschaft, von deinen Eltern, kritiklos. Bedenke, dass wenn du zu Gast bei einem Eskimo sein würdest, dass du dort auf den Tisch ganz andere Sachen bekommst, als das, was du gewohnt bist. Vielleicht würdest du dich sogar ekeln, das zu essen. Für die Leute aus Gewohnheit ist das vielleicht sogar eine Delikatesse. Das bedeutet, du kannst kritisch gucken, welche Gewohnheiten habe ich, welche sind mir dienlich und welche sind es schädlich. Weil deine Art, sich zu ernähren, ist eine direkte Beeinflussung von deiner Gesundheit. Unser Körper hat eine riesige Regenerationsfähigkeit und irgendwelche kleinen Sünden werden verziehen, die werden ausgebügelt, die kleinen schon. Die Großen nicht. Deswegen musst du auf die Großen achten und gucken, dass du sie vermeidest. Und dann, was ist eine gute Ernährung, ganz allgemein? Als meine Jungs etwas kleiner waren, dann habe ich sie manchmal gefragt, was sie gerne zum Mittag essen würden. Die Antwort war immer gleich, Pizza. Wenn du auch zu der Gruppe von Menschen gehörst, die ständig das Gleiche sich auf den Teller holen, dann ist das ein bisschen zu einseitig. Die Lösung ist eine Vielfalt.
Damit meine ich aber nicht eine Vielfalt von Supplementen, also nicht irgendwo Dutzende von Dosen von irgendwelchen Pillen, die du zu dir nehmen sollst. Nein, das ist nicht die richtige Lösung. Das ist zwar eine Hilfe, falls du durch eine Laboruntersuchung festgestellt hast, dass dir irgendwelche Sachen tatsächlich fehlen. Dann ist es schon sinnvoll, sie durch Supplementierung auszugleichen. Du findest ausreichend viele Angebote von Heilpraktiker oder sonst welchen Therapeuten, die in der Lage sind festzustellen, welche Mineralien oder Spurenelemente du in Mangel hast, und das wäre sinnvoll, sie auszugleichen. Dann konzentriere dich bitte aber in erster Linie auf Bioware, eine lebendige Nahrung, die tatsächlich Lebensmittel sind und keine Nahrungsmittel mit irgendwelchen Konservierungsstoffen, und sorge für eine sehr, sehr breite Vielfalt. Du kannst im Internet sehr viele Listen finden für Lebensmittel, die besondere, dir vielleicht dienliche Substanzen beinhalten, wie Magnesium oder Calcium oder Jod oder sonst was, was du benötigst. Da gibt es immer wieder eine Möglichkeit, was anderes zu essen, nicht ständig das Gleiche. Und wenn du diese große Vielfalt tatsächlich anwendest, dann deckst du deinen Bedarf an diese fundamentalen Stoffe vollständig ab, und dann prinzipiell musste schon dadurch jegliche Krankheit vorgebeugt werden. Noch eine Sache ist zu beachten: Du bist individuell. Deine Retina ist einzigartig, deine Fingerabdrücke sind einzigartig, deine Zusammensetzung von Genen ist auch einzigartig, und abhängig davon, welche Blutgruppe du hast, reagierst du unterschiedlich auf das, was auf dem Teller liegt. Untersuche ganz genau, was ist für dich tatsächlich passend. Was tut dir gut und was nicht? Wenn deinem Freund oder Freundin irgendetwas gut tut, muss nicht zwangsläufig dir auch gut tun. Das Gleiche ist bei irgendwelchen Schäden. Bei Schäden bedenke bitte, dass irgendjemand vielleicht eine allergische Reaktion darauf hätte oder du auch. Bedeutet nicht sofort, dass das giftig ist oder nicht zu empfehlen, sondern ganz einfach, es passt momentan zu dir nicht. Dieses Video, wie alle Videos von uns, ist kein Ersatz für jegliche Beratung. Das ist nur basierend auf allgemeingültigen Informationen, die du selbst ausprobieren kannst. Also, wenn du krank bist, musst du definitiv einen Arzt aufsuchen und dir Hilfe holen. Das, was ich dir hier erzähle, ist für gesunde Menschen gedacht, die experimentierfreundlich sind und alles auf eigene Verantwortung ausprobieren möchten. Was hat sich in der guten, gesunden Ernährung bewährt? Also, du hast wahrscheinlich mehrmals über die sogenannte mediterrane Küche gehört, mit viel Obst und Gemüse, mit Olivenöl, immer wieder Fisch, weniger Fleisch. Diese Art, sich zu ernähren, ist auf jeden Fall vorteilhaft. Wie gesagt, du kannst noch genauer nachschauen, was dir fehlt, und das besonders auffüllen. Dann aber wäre jetzt die Frage zum Schluss: Was konntest du speziell für deinen Hippocampus machen? Also das, was für deinen Hippocampus gut ist, ist für jede andere Angelegenheit auch gut. Also sehr gute, breite Versorgung, vor allem von Vitaminen. B-Komplex, C, D oder R. Die Vitamin D ist in Deutschland oder nördlich vom Alpen überwiegend eine Mangelware. Also wahrscheinlich reicht es nicht aus, diese Sonneneinstrahlung, die du bekommst, um ausreichend viel Vitamin D zu produzieren. Ist wahrscheinlich notwendig, sie zu supplementieren. Das andere ist Omega-3-Fettsäure. Und hier solltest du gucken, ob dein Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6-Säuren positiv ist. Einige Experten aus diesem Gebiet empfehlen, dass das sich zwischen 8 und 11 bewegen soll. Wenn das nicht so weit ist, dann schau mal bitte, wie du das ausgleichen kannst. Im nächsten Video werde ich erzählen, was du auf der geistigen Seite vorbeugend gegen Demenz machen kannst. Ich freue mich, dich nächstes Mal wiederzusehen. Ade. Ciao.